Das Ziel der Themengruppe ist es, dass wir uns mit dem Dreiklang, neue Geschäftsmodelle, Technologien und eben lebenslangem Lernen beschäftigen. Und hier ist es natürlich nicht abschließend ein Punkt, auf den wir uns dann fokussieren, sondern wirklich versuchen, die Breite der Fragen zu erfassen und im Endeffekt anhand einzelner Publikationen auch Ergebnisse zu erarbeiten. Technologie, würde ich sagen, ist da. Man muss sie eben intelligent verknüpfen und intelligent einsetzen und einfach auch das Wissen haben und die Fähigkeiten, sie auch didaktisch wertvoll einzusetzen. Nur dadurch, dass man irgendwas online macht, wird es ja nicht besser, sondern es bietet einfach verschiedene didaktische, methodische Chancen. Nicht nur, um so traditionelle Kernzielgruppe der Hochschulen zu adressieren, nämlich die Studierenden, die nach dem Abitur die Sekundarschule verlassen, sondern eben im Sinne des lebenslangen Lernens wirklich breite Bevölkerungsschichten, Berufstätige oder eben auch Leute, die in Rente gegangen sind. Es gibt ja einige Firmen, die da auch schon beispielhaft vorangehen, die eben dann einen Tag die Woche oder gewisse Stundensätze für die Weiterbildung reservieren und das auch fördern für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch hier müssen wir natürlich schauen, wie sich in Deutschland das ganze Themenfeld, sage ich mal, entwickelt, und wir sollten es mitgestalten und mitbegleiten. Wichtig ist, dass es eben an den einzelnen Hochschulen auch Zentren gibt oder zumindest kompetentes, geschultes, ausreichendes Personal, was den Dozierenden hilft, digitale Angebote umzusetzen, dass die da nicht ganz alleine gelassen sind und didaktisch und methodisch und technisch beraten werden. Hier müssen wir vor allem auch unseren Dozierenden und Lehrkräften helfen, weil diese natürlich nicht unbedingt mit der neuen Technologie groß geworden sind und hier natürlich auch oft Berührungsängste haben. Natürlich kann man mit Geld vieles möglich machen, aber wenn Gebäude gebaut werden müssen, wenn Professoren eingestellt werden müssen, dann sind das alles Dinge, die nicht über Nacht gehen, und da sind eben zusätzliche Skalierungspotenziale durch zum Beispiel den Einsatz von Technologie natürlich sehr willkommen. Bildung kostet einfach, und jetzt nur einfach, weil man Bildung online oder digital anbieten kann, heißt es nicht unbedingt, dass man damit sofort Geld verdient. Also man muss da relativ erstmal auch Geld in die Hand nehmen, um die richtigen Zielgruppen zu erreichen und die richtigen Modelle zu finden.